Ich bin wieder zurück aus meinem kurzen Urlaub und hatte eigentlich keine andere Wahl, als euch sogar von dort auf X auf dem Laufenden zu halten. Ihr seht es hier anhand der drei Zusammenfassungen, es ist nämlich einiges passiert. Wir haben Wladimir Putin, der ein neues Bitcoin-Gesetz unterzeichnet hat, Michael Saylor, der endlich seine Bitcoin-Strategie dem Microsoft-Vorstand vorstellte und dort auch ein paar sehr gewagte Aussagen traf, die US-Regierung, die vor dem Amtsantritt von Trump anscheinend noch schnell ein paar Bitcoin verkaufen möchte, den S1-Antrag von WisdomTree für den XRP-ETF, in dem Zusammenhang auch die absolut gigantische XRP-Rally auf fast 3 US-Dollar, die XRP auch wieder zur drittgrößten Kryptowährung der Welt machte. Der allgemeine Stand des Altcoin-Marktes, im Prinzip gebe ich euch einfach ein umfassendes Update der letzten 2-3 Tage, trotzdem wie immer alles in 10 oder weniger Minuten. Falls euch diese Videos einen Mehrwert bieten, könnt ihr mit nur einem einzigen Klick und komplett kostenfrei den Kanal gerne noch abonnieren, würde mich auf jeden Fall sehr unterstützen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem heutigen Video. Ganz kurz zu Beginn, ich habe mich gestern Abend spontan noch dazu entschieden, das Bitcoin-Kissen auf 29,99 € reduziert zu lassen bis zum 24. Dezember. Falls ihr also noch keins habt und oder kein Weihnachtsgeschenk, greift gerne zu. Es gibt auch, glaube ich, nur noch so 70 Stück im Lager, also natürlich, solange der Vorrat reicht. Jetzt, Wladimir Putin unterzeichnet ein neues Gesetz, das Bitcoin und Krypto offiziell als Eigentum anerkennt, Quelle TASS. Dieses Gesetz war eigentlich ein Bitcoin-Mining-Gesetz oder ein Krypto-Mining-Gesetz, wo einfach endlich mal ein rechtlicher Rahmen für die Besteuerung von Mining und die Besteuerung von Transaktionen mit Kryptowährungen festgelegt wurde. Innerhalb dieses Gesetzes wurden digitale Währungen aber auch offiziell als Eigentum anerkannt, was bedeutet, dass Krypto denselben rechtlichen Schutz genießt wie alle anderen derartigen Vermögenswerte. Und generell gibt es jetzt halt einfach in Russland deutlich mehr Klarheit in Bezug auf Krypto, Bitcoin, das Thema Mining, was auf jeden Fall ein großer Fortschritt ist. Hinsichtlich Mining hatten wir auch eine weitere Schlagzeile, und zwar, dass der Schweizer Kanton Bern dafür abgestimmt hat, jetzt die in Anführungsstrichen Machbarkeit von Bitcoin-Mining zumindest mal zu untersuchen. Dann springen wir mal zum anderen Post, hier nämlich erstmal allgemein der Fakt, dass Bitcoin im November die größte Monatskerze in der Geschichte mit plus 26.000 US-Dollar drückte. Hier seht ihr nochmal, wie das Ganze auf dem Chart aussieht, und trotzdem stieg Bitcoin historisch gesehen im Dezember, also diesen Monat, während eines Wahljahres zwischen 30% und 46%. Deshalb auch, sollte sich dies wiederholen, könnte BTC das Jahr im Bereich von 125.000 bis 140.000 US-Dollar abschließen. In diesem Zusammenhang habe ich dann aber auch auf den sogenannten Liquiditätsindex hingewiesen, der im letzten Jahr eine extrem starke Korrelation zu Bitcoin zeigte. Ihr seht ja selbst den Chart, und wo der 12-Week-Lead, also die Vorhersage der zukünftigen Entwicklung in der Liquidität von Finanzmärkten für die nächsten 12 Wochen, zeigt, dass Bitcoin im Januar ein lokales Hoch bei 110.000 Dollar sehen könnte, bevor es erstmal potenziell sogar in Richtung 70.000 Dollar wieder abwärts geht. Es gibt natürlich noch viele weitere Faktoren, die den Bitcoin-Preis beeinflussen, das ist aber eine sehr interessante Metrik, wie ich finde, und eine, die man auf jeden Fall mal im Auge behalten sollte. Würde auch zu meiner persönlichen Theorie passen, dass wir nach dem Amtsantritt von Trump zunächst erstmal eine Korrektur sehen, was ja schon in unter 50 Tagen ist. Bezüglich Trump hatten wir noch eine weitere Schlagzeile, auf die ich jetzt eigentlich nicht so detailliert drauf eingehen möchte, weil es bisher nur Gerüchte sind, aber zumindest mal, damit ihr es gehört habt, Trump führt angeblich geheime Gespräche mit dem JP Morgan CEO Jamie Dimon, was Spekulationen über mögliche Machtspiele von JP Morgan zur Gestaltung der US-Politik anheizt. Etwas realistischer ist da die Spekulation, die gerade eben erst reinkam, und zwar, dass Donald Trump so früh wie morgen schon den neuen SEC-Chef ankündigen könnte, denn das kommt von der Fox Business-Journalistin Eleanor Tourette, laut in Anführungsstrichen mit der Angelegenheit vertrauten Quellen. Um aber zurückzukommen auf Sachen, die tatsächlich schon passiert sind, gestern die Schlagzeile, dass Michael Saylor endlich dem Microsoft-Vorstand seine Bitcoin-Strategie präsentierte. War, wie man das im Vorhinein auch schon wusste, nur eine 3-Minuten-Präsentation, wo aber inhaltlich extrem viel drin steckte, zugegebenermaßen mit auch einigen sehr verrückten Prognosen, wie dass der Wert von Microsoft auf 5 Billionen Dollar steigen könnte, wenn sie zu einem Bitcoin-Maxi werden. Für mich geht es aber nicht darum, ob Microsoft jetzt die Empfehlung von Michael Saylor akzeptiert und sagt, okay, wir kaufen jetzt Bitcoin, sondern es geht vielmehr darum, dass wahrscheinlich viele andere Unternehmen auch genau diese Präsentation gesehen haben und vielleicht einen kleinen Lichtblick hatten. Und übrigens, ich glaube, ich habe Michael Saylor noch nie so ruhig und gelassen über Bitcoin sprechen sehen. Microsoft can't afford to miss the next technology wave. And Bitcoin is that wave.
Bitcoin represents the greatest digital transformation. Außerdem, nachdem MicroStrategy im November ja bereits unfassbare 134.480 Bitcoin kaufte für fast 6 Milliarden US-Dollar, jetzt direkt gestern aber nochmal die Ankündigung, dass weitere 15.400 BTC für 1,5 Milliarden Dollar aufgegabelt wurden, Stand 2. Dezember. Der öffentliche Bitcoin-Miner Marathon Digital scheint aber irgendwie auch zu einem MicroStrategy 2.0 zu werden, denn nachdem sie vor knapp 2 Wochen erst für 600 Millionen kauften, jetzt die Ankündigung, dass sie ihre neueste Wandelanleihe von 805 Millionen auf 1 Milliarde Dollar erhöht haben, heißt, dieses Geld wird auch in Bitcoin fließen und das, nachdem Marathon ja bereits einer der größten Bitcoin-Miner ist und dadurch ebenfalls extrem viele BTC akkumuliert. So, bevor wir jetzt aber noch auf das Thema US-Regierung in Bezug auf die aktuellen Bitcoin-Verkäufe sowie das Thema Altcoins, XRP etc. schauen, für all diejenigen, die immer noch nach einem günstigen, aber vor allem sicheren Ort suchen, um in den Kryptomarkt einzusteigen, nutzt gerne den allerersten Link in der Beschreibung für den 10 Euro Startbonus sowie 10.000 Euro freies Handelsvolumen bei der Kryptobörse Bitvavo, für deutsche Kunden Bitvavo powered by Hive. Über 300 verschiedene Coins, auch immer die aktuellsten, die im Trend sind, ein super einfaches und intuitives Design mit die niedrigsten Handelsgebühren im Markt mit maximal 0,25% und viele weitere Vorteile. Ich nutze Bitvavo schon seit fast 3 Jahren jetzt, mittlerweile über 1,5 Millionen andere Nutzer in Europa auch. Checkt's also gerne mal ab, gönnt euch die Boni und wir machen weiter mit dem Video. Ja, die US-Regierung überweist Silk Road Bitcoin im Wert von fast 2 Milliarden US-Dollar an Coinbase. Um genau zu sein, Coinbase Prime, hier seht ihr auch nochmal die Transaktion, vor 15 Stunden ausgeführt und es gibt zwar ein paar Analysten, die sagen, dass nur 10.000 BTC tatsächlich an Coinbase Prime gegangen sind und die restlichen an eine andere neue Wallet. Fakt ist aber, im 100 Millionen Bereich wurden Bitcoins an Coinbase Prime transferiert und die Aufgabe von Coinbase Prime ist zwar, die Bitcoins der US-Regierung zu verkaufen und zu verwalten, von daher ist man sich oder können wir uns nicht zu 100% sicher sein, die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr hoch, dass zumindest diese 10.000 Coins auch liquidiert wurden. Sleepy Joe oder wer auch immer aktuell die Stricke zieht, hat sich also wahrscheinlich dafür entschieden, trotz des Amtwechsels im Januar mit dem Verkauf der Bitcoins weiterzumachen. Dann aber endlich zum Thema Altcoins. Spot Ethereum ETFs verzeichnen mit 335 Millionen Dollar den höchsten Tageszufluss seit der Einführung und dann die Frage von mir dazu, hat die Altcoin-Rotation begonnen? An diesem Tag ist sogar mehr Kapital in Ethereum ETFs geflossen als in die Bitcoin ETFs und Cointelegraph schrieb, die große Rotation hat begonnen. Mit Blick auf die ETFs finde ich das aber persönlich sehr übertrieben. Ich meine, wir haben noch keinen klaren Trendwechsel oder so bei den Ether ETFs gesehen und die Spot Bitcoin ETF Zuflüsse bleiben weiterhin deutlich stärker im Schnitt. Wenn wir aber generell mal auf Altcoin schauen, dann sieht es ganz anders aus. XRP in den letzten 30 Tagen, also in einem einzigen Monat mit plus 444%, Cardano mit plus 280% und Stellar mit plus 512%. XRP war dennoch auf jeden Fall das Highlight, vor allem nachdem der Coin Solana und USDT überholte und somit wieder zur drittgrößten Kryptowährung der Welt wurde. Die XRP Army ist auf jeden Fall am Grinsen und ich kann mich auch nicht beschweren, denn XRP ist in meinem Portfolio auch eine der Top 5 größten Positionen. Was passiert ist, wir haben auf der einen Seite Fortschritte beim Thema XRP ETF gesehen, zuletzt durch den S1-Antrag bei der SEC vom 100 Milliarden Dollar Vermögensverwalter WisdomTree, generell einfach das Thema Regulierung, wo wir zuletzt die gewagte Prognose vom ehemaligen CFTC-Chair Chris Giancarlo haben, der sagte, die SEC wird den Fall gegen Ripple komplett fallen lassen und auch das Thema Stablecoins, wo wir Berichte hatten, dass New York-Regulierer Ripples RLUSD-Stablecoin schon sehr bald genehmigen sollen. Das ist natürlich super bullisch, wenn man berücksichtigt, was für einen gigantischen Anstieg wir beim Stablecoin-Volumen in den letzten Wochen gesehen haben. Ob das diesen Meme-Coin-artigen Pump von fast 500%, also einem 5x in unter 30 Tagen erklärt, sei mal dahingestellt, das sind aber auf jeden Fall mal die news-technischen Katalysatoren gewesen. Bisher sind es zwar, was Altcoins angeht, eher, wie es hier so schön heißt, die alten Kryptowährungen und es gibt auch Anzeichen dafür, dass kleinere Low-Cap-Coins die größeren bald outperformen könnten, das ändert aber trotzdem nichts an dem Fakt, dass wir plötzlich vom einen auf den anderen Moment offiziell in die Altcoin-Season gerutscht sind mit einem Score von 80 aus 100. Theoretisch ist ja noch Luft nach oben, wir hatten Phasen, wo wir zum Teil ein paar Monate über 90 waren, man muss der Realität aber auch einfach mal ins Auge schauen und sich nicht von XRP steigt auf 6,60 Dollar bis 2025 Prognosen ablenken lassen, wir sind in der Altcoin-Season, es ist extrem viel Gier da, die Euphorie ist groß, die Gewinne sind natürlich groß, das ist aber genau der Moment, wo die schlauen Investoren zumindest mal darüber nachdenken, auch Gewinne mitzunehmen. Wie gesagt, auch technisch gesehen hat der allgemeine Bullenmarkt für Krypto immer noch Raum für Wachstum. Ich für
Für meinen Teil habe aber schon viele dieser Projekte bei echt sehr, sehr günstigen Einstiegspunkten bekommen und habe auch vor, in diesem Zyklus fast meinen gesamten Altcoin-Bestand zu liquidieren, also zu verkaufen, weil ich einfach davon ausgehe, dass wenn der nächste größere Crash kommt, die Altcoins auch extrem stark abgestraft werden und ich dann einfach viel günstiger einkaufen kann. Von daher lieber etwas zu früh aussteigen als am Ende zu spät. Ich meine, das, was wir hier sehen, sind auf jeden Fall keine nachhaltigen Anstiege. Wir sehen auch plötzlich Meme-Coins auf dem XRP Ledger explodieren, heißt diese Spekulation ist auch Teil des Anstiegs, während Solana plötzlich schwächer performt, weil Meme-Coin-Umsätze eingebrochen sind. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne noch ein Like da, schreibt was Nettes in die Kommentare, beides würde mich enorm unterstützen und falls ihr selbst noch keine Bullrun-Exit-Strategie habt, schaut gerne das letzte Video von mir an, wo ich 20 der beliebtesten Strategien von S-Tier bis F-Tier für euch gerankt habe.